Ja, hallo meine kleinen Assassini-Freunde, da sind wir auch schon wieder einmal und freuen uns auf das alltägliche Gemeuchel von Unschuldigen, Schuldigen und Überschuldigen, genau. So, ich weiß gar nicht, wo war das letzte Mal gewesen? Was hatten wir denn vor? Ich glaube, wir wollten irgendwo hin. Wir waren gerade runtergesprungen und dann hatte ich festgestellt, dass ich da gar nicht lang gehen kann an der einen Stelle. Ja, ach ja, stimmt, zu der Kulix-Seite wollte ich, aber habe festgestellt, da kann ich gar nicht hin. Oh, Leonardo hat was. Dann gehen wir nochmal straight zu Leonardo. Leonardo sitzt auf dem Klo, ding 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 und das macht ihn froh. Er hat keine Hämorrhoiden, das ist schön. Leonardo sitzt auf dem Klo und ist froh. Ja, also man kann auch über mistige Sachen Lieder singen, wir merken es. Ich habe heute sowieso einen sehr lustigen, also zumindest habe ich gute Laune, ey, das ist auch schon mal viel wert. Es ist halt immer so viele schlechte Sachen, die passieren, da denkt man sich immer so, man versucht sich zwar so an vielen Dingen, ich sag mal, so halt zu ankern, sage ich immer gerne, wo man sich dann versucht dran festzuhalten, dass man so eine positive Einstellung behält und man versucht weiterhin das Positive zu sehen, aber es gelingt wirklich nicht immer. Also egal wie positiv manche Sachen sind, manchmal denkt man sich schon so, das war jetzt tough. Oh. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich weiß. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich diese Zeile neu schreibe... Es funktioniert. Hier, nimm's. Okay. Und hier vorne ist dann schon die Mission. Also mehr oder weniger hier oben ist sie dann. So, also schnell mal ran da. Da haben wir auch einen Steckbrief, das bietet sich an. Und dann muss ich hier hoch anscheinend. Dann klettern wir doch mal rauf, würde ich sagen. Und gucken, wer denn da unser Auftraggeber ist. Ich sehe kein. Ach hier, versteckt. Du Schlingel, du. Ich könnte ihn assassinieren, aber ich möchte mit ihm reden. Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ugo. Ihr und Rosa konntet vom Sirte entkommen. Okay. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Tja, dann versuchen wir das doch mal. Gucken wir mal, dass wir die beiden finden, ne? Das wäre ja ganz schön. So, akzeptieren, genau, wunderbar. Ding, 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 ding. Oh. Böses Wetter, würde ich sagen. Na, schnell mal hier hinstürzen. Schneidet ihm den Weg ab! So, schnell mal platt gemacht. Der nervt ja hier. Jetzt bitte sterben Sie schnell. Ich möchte Sie nämlich plündern. Ist ja ätzend, ey. Ewigkeiten braucht er hier. Honk, ey. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, ich habe keine Wurfmesser. Scheiße. Verdammt. Hier sich ein. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber. Oh Gott sei Dank. Puh. Ich war schon so ein bisschen aufgeregt, ne? Folgt mir nach. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Okay, die Diebe dahin eskortieren. Ach du Schande. Ja, dann folgt mir mal. Warnung! Alle Reisende, die aus der Scheiß. Gegend der südlichen Dalmatinischen. Machen wir, glaube ich, übers Dach, oder? Können wir übers Dach gehen mit denen? Ich glaube ja. Nee. Ah, doch, die gehen übers Dach. Sehr schön. So, dann versuchen wir es nämlich hier rüber. Ich hoffe nur, dass sie hinterherkommen.
Da hinten sind ein paar, aber die kriegen wir auch. Wir können auch hier rumgehen sonst. Ja, machen wir das. Gehen wir hier rum. Sind wir, glaube ich, besser dran. Sehr schön. So, wunderbar. Genau, hier lang. Wo bleibt ihr? Ah, gut, braucht ein bisschen. So, und dann ratzfatz haben wir es gleich geschafft. Okay. Ah, es geht gerade zurück, deshalb warte ich kurz. Da vorne ist schon unser Ziel. Sehr schön. Wunderbärchen. Noch mehr. Ach du Schande. Wo ist der Rest? Haben sich versteckt. Nehmen wir, glaube ich, mal die. Die sind noch recht nah dran. Genau, jetzt, ja, die, toll, super, jetzt rennen sie weg. Als ob nichts gewesen wäre. Und ich habe hier den Stress. Kann ich irgendwo rüber? Ja, hier kann ich rüber. Ah, toll. Oh, Ezio. Das ist ätzend. Was macht der denn, ey? So, na los, hoch. Hoch damit ihr, rauf. Genau. Ach, die mir so Mist gebaut hast, ey. Aber das kann ich nicht. So, genau, schnell rauf. Chip, 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 chip. Und das. Schlimmer wäre es natürlich, wenn wir noch so ein Zeitlimit hätten. Ne? Das wäre echt übel. Aber zum Glück. Das ist ein Strafzettel. Da stehen gleich mehrere. Das heißt, diesmal werde ich um einen Kampf wohl nicht drum herum kommen. Piekst ihn mit seiner Lanze rein. Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Wo ist Emilio? Ich werde diesen Müll gern los. Ich muss auf jeden Fall den dicken Platt machen. Das ist ganz, ganz toll wichtig. Okay, alle gehen weg. Okay, man muss also nur warten. Dann da hinten laschen sie gerade hin. Ich glaube, die stellen sich dann da in den Weg oder wo auch immer sie hingehen. Oh. Sehr schön. Wartet, bis er sich eine Blöße gibt. Ah, wunderbar. Oh, Gott sei Dank wurden die anderen da hinten nicht alarmiert. Oh, schnell mal gucken, vielleicht haben die ja. Ich plündere die erstmal, weil ich brauche Wurfmesser. Das macht sich auf den Dächern einfach am besten, bei den großen Entfernungen teilweise. Also nicht, dass einer denkt, jetzt hoch, dass ich hier Zeit oder sowas. Nee. Das ist einfach nur Taktik, weil ich endlich Wurfmesser brauche und ich möchte keine kaufen. Bin ich zu geizig für. So. Das ist halt so eine einmalige Gelegenheit. Wir müssen ein paar bekommen. Und dann lassen sie einmal frei. Dann haben wir 2 von 3 schon befreit. Also 2 von 3 Trupps. Gut, hier lang. Die müssen auch wieder zurück eskortieren. Wir machen jetzt mal den Strafzettel hier weg. Genau, und dann kann man hier raufgehen. Und werden denselben Weg am besten nehmen, den wir auch hergekommen sind. Der war ja relativ easy peasy, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ob die mir unbedingt folgen müssen oder ob ich so lang latschen kann. Wir probieren es einfach mal aus. Entweder. Ups. Ja, genau, wir müssen halt doch warten, okay. Ah, 5 Stück habe ich. Ist nicht so viel, ne? Ich muss eh in die Richtung. Da brauche ich gar nicht an der Wache vorbei. Ach, ganz schön. So, genau. Na komm schon. Lauf rüber. Da vorne ist es schon. Und 4 Verbündete. Einer muss überleben. Hm. So wie es aussieht, überleben alle. Tja, alle 4 haben überlebt. Wunderbärchen, würde ich sagen. Ach, wir sind schon richtig, richtig gut. Tja, schön. Hier, sofort! Jetzt gucken, wo ist er? Er latscht gerade da lang. Okay, also schnell ruft er. Ja! Halt, warte. Nicht so weit rutschen. Jetzt darfst du gleich. Gift, das mag ich ja gar nicht.
kann man auch rein theoretisch machen. Ich finde sowas immer ganz cool. Yay! Ah, das ist eigentlich schon tot, dass wir drauf gefallen sind. Das Gewicht hat ihn schon geplättet an der Stelle. So, das wäre hier erledigt. Dann kann ich nämlich hier schön bequem übers Dach gehen. Oder auch nicht, wenn da jemand hängt. Ach, boah, Gott sei Dank, ich war wieder so. Also merkt das immer, wenn ich so ruhiger wäre, dann bin ich total konzentriert und so die Spannung steigt da für mich, wo ich denke, oh, lass das klappen. Ja, so leicht in Panik falle ich noch nicht, aber es ist nah dran. So, ups, ja genau, hier, der Assassin ist auch schon total fix und fertig mit den Nerven, ja, total stressig, da muss er das seinem Therapeuten nachher erzählen, was denn hier mit ihm gemacht wurde. Eigentlich ist das auch so ein Fall von Gamer, oder? Also so wie bei dem Film. Übrigens total geil, kann ich nur empfehlen. Wer es noch nicht gesehen hat, zieht's euch rein. So, zwei Stück, okay. Kriege ich beide. Sehr schön. Ah. Ah, und ich auch. Na komm schon. Wunderbar, es hat ja Ast reingeklappt, ey. Wir sind schnell geworden. So, die da hinten haben das noch gar nicht bemerkt. Obwohl wir hier total laut waren, ne? Das ist auch so ein bisschen seltsam. Wir haben ihre Freunde abgemurkst, die schreien, Blut spillen, Schmetter und alles Mögliche. Da alles spritzt durch die Gegend. Und die sind einfach so fröhlich, so. Tja, das ist, kann man mal sehen, wie unterschiedlich das ist, ne? Na, lass mal frei hier. Da stehen sie nämlich. Sie merken nichts von ihrem Unglück. So, genau. Wo geht's denn hier am besten rauf? Ich glaube hier, ne? Ja, klettern wir einfach hier rauf. Ups, das trainiert die Oberarmmuskulatur. So, dann warten wir einmal kurz. Bis die dann alle da sind. Wir sehen überall hier kraxeln sie gerade rauf. Und dann ist es ja auch nicht weit, wie wir das jetzt festgestellt haben, zu unserem Posten. Genau. Was auch immer. Also im Verborgenen, ohne dass einer es merkt oder weiß. Gibt ja bei der CIA gibt es so eine Tafel. Da ist immer ein Stern drauf für jeden, der halt im Dienste seines Landes gefallen ist, aber dessen Name halt dann nicht genannt wird, weil halt Agent, ne? Das ist schon heftig. Man hat ja eigentlich immer so gedacht, okay, das mit diesen ganzen Agenten, das ist so eine Sache der, ja, des Kalten Krieges, noch so der 90er, aber ist nach wie vor so. Mehr denn je. Allerdings macht sich das schwieriger dadurch, dass die neuen Strukturen und die neuen Feinde wesentlich familiärer aufgebaut sind. Wenn man das, ja, familiärer, nicht im Sinne von Familie, aber halt so enger beieinander. Und ja, ist, glaube ich, schwieriger für die Leute. Man merkt es ja. Ne? Dann sage ich mir. Molto bene. Okay. Irgendwas bei den Docks hat er also für mich. Okay. Ich habe aber eigentlich jetzt alles erledigt. Bin ich der Meinung. So. Haben wir hier irgendwo einen Zettel? Ich glaube ja. Ups, warte. Oh, Mann, da ist halt richtig viel drin in der Truhe.
soll nicht mehr ganz so krass gesucht werden. Das ist mir zu heftig irgendwie gerade. Ja, 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 lass mich in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Ding. Oh, schnell, komm. Hast du schlecht angezogen? Hat er gerade echt gesagt, ich bin schlecht angezogen? Boah, dafür müsste ich ihn eigentlich platt machen, oder? Ja, eigentlich schon. Na, gucken wir mal kurz. Ich glaube, er war das hier. Kleiderfärben. Venezianische. Mhm. Ja, Aquamarin. Sieht davon irgendwas gut aus? Assassinen, das ist schon cool, aber. Wir könnten den hier nehmen. Komm, nehmen wir mal das. Besucht mich oft! So, und. Dann kommen wir zu mit der weißen Rüstung. Sieht das nämlich ganz cool aus. Dann lassen wir das doch so. Achso, das Gemälde. Was hast du denn Schönes? Zeig mal her. Schatzkarten? Oh ja, Schatzkarten sind gut. Die nehme ich auf jeden Fall. Gemälde. So, jetzt habe ich... Hat genau gepasst, dass ich hier alle kaufen kann. Sehr schön. Danke für eure Patronage. Ja, ist schon vollkommen in Ordnung, mein Freund. Genau, so schön kurz geplündert. Da lacht das Assassini-Herz. Ach, hier geht's gar nicht lang, hä? Oh oh, Wachen. Hallo. Ich hab nur kurz mal hier mich ausgeruht. Ja, genau. Ich wollte auch gar nichts machen. Ich gehe direkt weiter und verkrieche mich wieder in meinem Keller. So, weiter hier. Steh, komm, los, schwimm, schwimm. Beeil dich, wir haben keine Zeit. Zeit ist echt das Einzige, was wir nicht haben. So, ups. Also wenn der da abrutscht, ne? Oh, das wird so wehtun. Jetzt muss ich kurz gucken, lohnt es sich, die Mission noch anzufangen? Oder sagt gleich mein Timer... nee, komm, wir fangen die noch an. Wir fangen die noch an. Meine Brüder zu retten, dann stoppe ich und dann nach der Mission hören wir dann auf. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Oh, okay. Bittet sie nur um Hilfe. Und sie werden kommen. Coole Sache, danke. Ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein. Und sie werden sie ablenken. Cool. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Mhm. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen. Okay. Und bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und viel herbringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Das hört sich schon ein bisschen komplexer an. Aber werden wir trotzdem machen, komm. Rin gehauen. Schnell mal hier. Gegenstände gesammelt. Ja. Einfach ist es nicht. Oh je. Achso, hier ist es. Haha. So leicht geht das nämlich. So, schnell zurückgeschwommen. Komm schon, los. Schnell. Dann geht's hier rechts an der Stelle nämlich weiter. Genau, schwimmen wir einfach mal direkt an den Pier ran. Das Boot plündere ich jetzt nicht, weil das bringt echt nicht so viel Knete. Ah, Rem, lass mich hier lang. Also wir sehen, wenn man aufmerksam seine Umgebung benutzt, oder halt so wie wir jetzt eben so durch dummen Zufall, das war echt nur Zufall, kann man sehr, sehr viel Zeit sparen. Ach du Schande. Wie komme ich denn da rauf? Ich muss irgendwie da lang klettern. Na, und dann springe ich da ran. Verdammt, scheiße. Vielleicht von der anderen Seite aus? Ich möchte ja gerne... Ja, doch, hier sieht das ganz gut aus. Ich möchte ja gerne... Wie macht man das? Wie macht er das? Halt,
Ich muss euch anheuern. Wir sind nicht von der Wohlfahrt. Ach so, wie viel brauche ich denn dafür? Wahrscheinlich zu viel, so wie es aussieht aktuell. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebracht. Neun Stück, also bitte. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen euch. Verdammt, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist natürlich gerade Nacht. Das heißt, so gut wie keiner ist unterwegs. Ja, vergiss es einfach. Stronzo, geh! Hey, wir sind nicht von der Wohlfahrt. Wie viel wollt ihr denn haben, ey? Leckt mich, ey. Muss das halt alleine durchziehen. Wenn ihr zu feige seid. So, schnell hier hoch und dann an der anderen Seite gleich wieder runterklettern. Ja, genau. Na komm schon. Ach. Und darüber. Ja. Und hier dann runter. Ja, das kriegen die gar nicht mit. Werdet ihr sehen. So, schön. Dann klettern wir hinter denen wieder hoch. Oder ich renn schnell weg. Muss mal gucken, was ich mache. Sicher bin ich mir noch nicht. Okay. Jetzt, Brüder! Nicht auf hinten einfallen! Verdrück mich besser! Das ist zu viel! Ja, wir sind ja schnell damit, wie sieht's? 1A. Oh, ist er platt gemacht. Ich plündere mal. Ich brauche irgendwie Knete. Ich habe so jetzt viel ausgegeben. Mist. Wir haben ja ganz viel bei uns in unserem Palazzo, ja, in unserer Festung, aber das dauert eine Weile, bis wir da wieder hinkommen. Und das ganze Geld an uns nehmen können, wird es ein bisschen dauern. Gut, okay, jetzt haben wir 112. Ja, so viel helfen tut das auch nicht. Wie viel brauchen die denn, ey? Mit dieser ganze Androhung hier mit Fegefeuer, Sünden, bla 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 bla. Ihr kennt mich nicht. Ich bin komplett unbekannt. Ich bin sowieso sehr unbekannt. So, die rennen gerade weg. Nee, die kommen natürlich gerade an. Ah, tolle Wurst. Darf ich gar nicht hin, okay. Das ist jetzt problematisch. Wir könnten versuchen. Warte mal, habe ich nicht eine Rauchbombe oder sowas? Ja, Rauchbombe, okay. Schnell. So, wunderbar. Schnell weg. Ast rein, ey. Das hat super geklappt. Da sieht man, was man mit ein paar Sachen anfangen kann, ne? Ich habe heute frisch gefangene Igel. Mhm. Hast du das? Das ist ja schön. So, dum. Ich tauche mal hier so mit. Oh, nee, warte mal. Doch, tauchen. So, genau. Oh, ich muss mich räuspern, das ist ja schrecklich hier. Entschuldigung, irgendwie. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall haben wir wohl jetzt irgendwas aufgenommen. Mhm. Ich glaube, ein weiteres Objekt. Und jetzt fehlt uns noch das letzte. Das Boot fehlt uns. Mal gucken, ob wir das gleich finden. Ich plündere erstmal den hier. Jetzt kann ich ja wirklich alles an Knete gebrauchen. Oh, das hasse ich ja, wenn das passiert, ne? Wenn man wohl nicht rauf kann aufgrund des Bugs. Aber hier ist auch noch eine Kiste. Dann nehmen wir die auch mit. Da ist ein bisschen mehr Geld meistens drin. Wir sehen auch klitschnass gerade aus. Sehr schön. Oh ja, das ist doch einiges. Ja, auch nochmal so ein bisschen. Da kommt schon los. Sehr schön. Sind wir wieder ein bisschen liquide, ne? Hm. Hey, ihr solltet nicht hier sein. Geht! Achso. Muss ich hier ganz vorsichtig sein. Scheiße, jetzt muss ich hier echt vorsichtig sein. Echt nicht so einfach. So.
Pause machen. Das ist das Schiff, was ich brauche. Meine Assassini-Klinge. Links geht allerdings einer lang. Oh oh. Ist das auch gleich wieder einer? Oh, sehr gut. So, der wäre erledigt. Okay. Jetzt muss ich gucken, dass ich schnell hinkomme. Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht runterholst. Oh, was? Jetzt kann ich nicht. Das ist ätzend. Oh, verdammt. Alter, ihr, ey. Alter, ihr, sag ich schon. Ezio. Das war ätzend. Ah, ich kann noch plündern. Sehr schön. Ich will doch hier kein Aufsehen erregen. Muss ich doch ganz vorsichtig sein. Aber ich kann auch nicht so lange tauchen, ne? Ist noch nicht so der Supertaucher. So, und gleich mal hier. Ups, sehr schön. Dann haben wir das nämlich so weit erledigt, dass jetzt hier eigentlich keiner mehr in der direkten Umgebung ist, der uns daran hindert, dieses Schiff mitzunehmen. Sehr schön, so mag ich. Rudern. So. Genau. Ach, gar nicht so einfach hier. Ich mag die Steuerung auch nicht von diesen Booten. Und schnell, gib ihm. Yay. Und nochmal. Yeah, ja, volle keine Hoshi. So, und jetzt machen wir einfach eine Atlantik-Überquerung. Ja. Oder nee, Pazifik ist das. Atlantik? Atlantik? Nee, der Atlantik ist das, genau. Ja. Hätte auch was. Halt, warte, Leute, ich muss hier links. Komm, das schaffen wir noch. Schwierig. So, und einmal hier rein. Sehr schön. Wunderbar. Noch gehen. Juhu, sehr, wir haben es geschafft. Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Ja, sehr gerne. Cooles Ding, würde ich sagen, ne? Tja, wurden auch gleich direkt für belohnt mit jede Menge Knete. Juhu, yay! Sehr schön. Okay, dann soll es das an dieser Stelle auch gewesen sein. Nächstes Mal geht es ja dann weiter. Mal gucken, was sie noch so alles für uns bereit haben. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Mist.